Die Hebesatzempfehlungen der Hessischen Steuerverwaltung. Hilfestellung für Städte und Gemeinden. Die Umsetzung der Grundsteuerreform schreitet in großen Schritten voran. Für die Städte und Gemeinden wird sie jetzt noch konkreter. Die erforderlichen Daten zum Grundsteuermessbetrag werden den Städten und Gemeinden elektronisch zur Verfügung gestellt. Diese erstellen dann letztlich den Grundsteuerbescheid. Wie hoch die Grundsteuer für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Kommunen ausfällt, hängt vom Hebesatz ab. Jede Kommune muss nun entscheiden, welchen Hebesatz sie für 2025 festlegt. Was genau ist eigentlich der Hebesatz? Kurz gesagt, können die Kommunen mit Hilfe der Hebesätze die Höhe ihrer Einnahmen aus der Grundsteuer regeln. Der Hebesatz ist also die maßgebliche Stellschraube für das Grundsteueraufkommen in den Kommunen. Zum Verständnis: Das Volumen der Grundsteuermessbeträge mal die Prozentzahl des jeweiligen Hebesatzes ist gleich das Grundsteueraufkommen der Kommune. Ziel der Grundsteuerreform ist bundesweit eine verfassungskonforme Erhebung der Grundsteuer anhand aktueller Daten. Ziel ist es nach dem Willen von Bund und Ländern nicht, das Grundsteueraufkommen einzelner Kommunen zu erhöhen oder zu senken. Das heißt, das Gesamtaufkommen an Grundsteuer in jeder Stadt oder Gemeinde soll alleine durch die Reform weder steigen noch sinken. Entscheidender Hebel für Aufkommensneutralität ist der Hebesatz der Kommunen. Deshalb unterstützt die Hessische Steuerverwaltung die Kommunen bei der Findung aufkommensneutraler Hebesätze, indem sie für die Grundsteuer A und B wissenschaftlich ermittelte Hebesatzempfehlungen herausgibt. Dabei sollte man wissen, Aufkommensneutralität für die Kommune bedeutet nicht Belastungsneutralität für die einzelnen Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer. Deshalb können sich die einzelnen Grundsteuerzahlungen ändern. Manche Eigentümerinnen und Eigentümer werden mehr Grundsteuer bezahlen, andere weniger. Zur Berechnung der Hebesatzempfehlungen hat die Steuerverwaltung für jede Stadt und Gemeinde alte und neue Steuermessbeträge zum gesetzlichen Stichtag 1. Januar 2022 gegenübergestellt. Die Kommunen müssen ihren Hebesatz im Rahmen der Grundsteuerreform neu beschließen. Anhand der Hebesatzempfehlungen muss jede Kommune nun entscheiden, ob sie den bisherigen Hebesatz senkt, erhöht oder in identischer Höhe neu beschließt. Wie könnte das nun konkret aussehen? Hier eine Beispielrechnung für eine Hebesatzsenkung. Bislang betrug das Volumen der Grundsteuermessbeträge einer Kommune 3 Millionen Euro. Mal dem dort aktuell geltenden Hebesatz von 400% führte das zu einem Grundsteueraufkommen von 12 Millionen Euro. Mit den neuen Grundsteuermessbeträgen nach der Reform beträgt das Volumen der Grundsteuermessbeträge 4 Millionen Euro. Multipliziert man diese mit dem aktuellen Hebesatz von 400%, käme die Kommune auf ein Grundsteueraufkommen von 16 Millionen Euro. Um Aufkommensneutralität zu erreichen, müsste der Hebesatz hier also auf 300% sinken. Wir rechnen nach. Das neue Volumen der Grundsteuermessbeträge in Höhe von 4 Millionen Euro mal dem von der Finanzverwaltung empfohlenen Hebesatz von 300% ist gleich 12 Millionen Euro. Und wie sieht es bei einer Hebesatzerhöhung aus? Auch hier eine Beispielrechnung. Früher betrug das Volumen der Grundsteuermessbeträge einer Kommune 12,5 Millionen Euro. Mal dem dort aktuell geltenden Hebesatz von 385% führte das zu einem Grundsteueraufkommen von 48 Millionen Euro. Mit den neuen Grundsteuermessbeträgen nach der Reform beträgt das neue Volumen der Grundsteuermessbeträge aber 9,6 Millionen Euro. Multipliziert man diese mit dem aktuellen Hebesatz von 385%, käme die Kommune auf ein Grundsteueraufkommen von 36,9 Millionen Euro. Um Aufkommensneutralität zu erreichen, müsste sich der Hebesatz hier also auf 500% erhöhen. Wir rechnen nach. Das neue Volumen der Grundsteuermessbeträge in Höhe von 9,6 Millionen Euro mal dem von der Finanzverwaltung empfohlenen Hebesatz von 500% ist gleich 48 Millionen Euro. So viel zur Theorie.
Allerdings muss man wissen, dass die hessische Finanzverwaltung mit den Hebesatzempfehlungen für die Grundsteuer A und B lediglich eine Hilfestellung anbietet. Die Städte und Gemeinden sind im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung frei, den Hebesatz selbst zu bestimmen und von den Empfehlungen des Landes abzuweichen. Hierbei spielt die individuelle Finanzlage einer Stadt oder Gemeinde eine wichtige Rolle. Außerdem kann es sein, dass trotz Beschluss des empfohlenen Hebesatzes die Steuereinnahmen im Jahr 2025 nicht identisch mit 2024 sind. Hier spielen bestimmte Kasseneffekte eine Rolle, zum Beispiel Stundung, Erlass oder Nachzahlung. Um Transparenz zu gewährleisten, ob eine Gemeinde aufkommensneutral handelt, veröffentlicht das Land Hessen die aufkommensneutralen Hebesatzempfehlungen übrigens auch. So wird eine Steuererhöhung oder auch Senkung genauso nach außen sichtbar wie vor der Reform. Weitere Informationen finden Sie auf grundsteuer.hessen.de.